Guten, warte mal, Abend haben wir. Guten Abend, ihr Lieben. Hallo. Und Ja. wir sind's wieder und ja. Also besser kriege ich das Intro halt nicht hin. Dit, yay! Es geht weiter mit King's Quest 2. Ja. Dein 2, hurra! Sehr Genau, und hier ist das gut. Kuhpferd. Fliegen. Genau, und wir Und dem haben. musst du jetzt das Samstag geben. Ah, genau. Etwas Ähnliches erfahren wir auch übrigens in King's Quest 4. Schaut rein. Ja, das können wir auch irgendwann nochmal machen. Okay. Haben wir zwar, aber naja, egal. Ja, Genau. mal gucken. So, also du machst auf jeden Fall das Samstag auf das 4 drauf und dann stimmt es dir zu und erlaubt es dir auch sogar, das zu tun, ja. Irgendwie. Komm, komm auf meinen Rücken. Warst du das nicht? Nee, ich war das, glaube ich, Du ne? warst das, ja. Komm, steig mal auf meinen Rücken. Machen wir auf das Kuhpferd. Pferdekuh. Also, dann halte ich mal gut fest, das wird ein bisschen anstrengend werden. Hey. Ja, und dann fliegt dich das Pferd dahin durch die Wolken und du hältst dich ganz dolle fest und betest, dass du nicht runterfliegst und nach einer Zeit gibt es irgendwie dicken Nebel und ihr fliegt dann durch die Wolken und landet auf den Wolken, mitten auf den Wolken drauf. So, und jetzt kannst du runtersteigen. Ach so, weißt du, was wir vergessen Was haben? denn? Oh. Den Brief! Oh. Ja, wir machen jetzt mal eine kurze Pause in diesem Spiel und Julian liest euch nämlich noch den Brief vor, den ich gestern noch eigenhändig übersetzt habe. Genau. Und du kannst ja einfach das so lassen, da passiert ja nichts, oder Das kann ich so machst ein Save. lassen. Das kann ich so lassen, Ja, ja. und lässt den Save-Bildschirm an und liest erstmal mal einen schönen Brief vor. Genau. Der kam ja an der Stelle, als wir zu dieser komischen Juliane oder wie die hieß, keine Ahnung, Ariane oder weiß ich schon nicht mehr. Die Ariel? der für die wir die Nachtigall geklaut hatten und das war ja im Käfig der Nachtigall, die Hagatha hatte und da war dieser Brief versteckt und der ist hochinteressant und deshalb müssen wir den noch unbedingt vorlesen. Ja, Hast du ihn? ich hab den. Okay, then it's your turn. Ja, gut, also. Muss ich mal machen. Also mein Nenner hat den geschrieben wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall, Okay. du wirst es sehen, wenn du den Brief liest, dass er das nur sein kann. Meine liebe Schwester, seit meinem letzten Brief an dich ist eine Weile vergangen und noch länger ist es her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Wir sind ja so beschäftigt. Deine Hauptbeschäftigung ist ja, das weiß ich, die Vernichtung deiner Konkurrenz und ich wünsche dir viel Glück bei diesen Unterfangen. Was mich angeht, so wird der Sklave, den ich die letzten 17 Jahre besessen habe, bald volljährig. Er ist fast zu schade, umgebracht zu werden, weil er seine Aufgaben ziemlich geschickt erfüllt. Aber die Tradition muss jederzeit gewahrt werden. Nicht ferner Ich werde in nicht zu ferner Zukunft einen Ersatz finden müssen. Vielleicht sollte ich für meinen nächsten Sklaven einen neuen Namen finden. Obwohl es einfacher ist, sich nur an einen zu erinnern. Naja, ich habe den Vater gebeten, mich sofort zu informieren, sollte er von geeigneten Kandidaten hören. Apropos, obwohl es mir keineswegs zusteht, den Willen des Vaters in Frage zu stellen, denn er will sicherlich nur das Beste für seine Getreuen im Herzen, verbringt er nicht zu viel Zeit damit, nach diesem legendären Gegenstand zu suchen. Bereits seit fast 1000 Jahren, obwohl er unfehlbar ist, wundere ich mich dennoch. Ist er so von der Existenz dieses Objekts überzeugt, dass er sich für so lange Zeit von seiner Herde abwendet? Ah. Was unseren Bruder in der Ferne angeht, scheint er dieser Tage zunehmend
an den Damen interessiert. Ich glaube, er hat sein Auge auf ein königliches Paar geworfen, die innerhalb eines Jahres eine Tochter erwartet. So sind jedenfalls die Zeichen. Ich muss gestehen, wenn er so viele Jahre auf das Reifen des Kindes wartet, bevor er es entführt, dann ist er weitaus geduldiger als ich. Ich erwarte deine Antwort, liebe Schwester. Ich hoffe, dieser Brief findet dich bei guter Gesundheit. Solltest du die Gelegenheit haben, mit dem Vater zu sprechen, kannst du ihn vielleicht nach seinem Eifer fragen, mit dem er nach diesem Objekt sucht. Selbstverständlich rate ich zu äußerster Diskretion. Und den Schlusssatz habe ich da irgendwie weggemacht und habe ja, den neuen nicht eingefügt. Ihr weit überlegener Bruder. Genau. Warum auch immer der hier ganz weg ist. Ich glaube, ich hatte den. Ich hatte dir gestern eine Korrektur geschickt und du hast ihn wahrscheinlich nicht eingefügt. Ja, genau, das könnte sein. Aber ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich finde es so interessant und sehr spannend, diesen Brief. Ja. Ich habe auch richtig Spaß an der Übersetzung gehabt. Und wir wissen genau, warum das Menenen ist, weil nur Menenen hatte immer diese Knabensklaven, ja, die am 18. Geburtstag abgeboxt wurden. Und einer davon war Prinz Alexander, aber den hat er nicht abboxen können. Nein, nicht. Weil er nämlich in eine Katze verwandelt wurde, die dann bei, oder ein Kater, der dann bei seinem Bruder lebte. Und dass diese Dame, dieses Kind, auf die Menenen in diesem Brief anspielt, weißt du noch, wer das ist? Rosella? Rosella ist nie entführt worden. Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, King's Quest 5, Cassima. Das ist Cassima, die Ach, Tochter Cassima. Von Land of Green Isles. Also King's Quest 6 meinst du dann? Ich meine King's Quest, nein, ich meine King's Quest 5. In King's Quest 5 haben wir dann Cassima das erste Mal getroffen im Schloss von Ja, Morda. Das stimmt, genau. Und, so. Ja. Und das war die. Und das ist natürlich Prinzessin Cassima, die Tochter von den beiden, deren Namen mir jetzt nicht einfallen, Alaria und, keine Ahnung, König Horst oder so. Ja. Ja, und wer nach diesem Objekt sucht, was für ein Objekt das wohl sein kann, vielleicht nur ein Stein, denke ich mal. Und wer der Vater ist, das werden wir alles noch erfahren. Das wissen wir nämlich noch nicht. Ja, das wollten wir euch nicht vorenthalten und deshalb musste das jetzt eben noch mal kurz dazwischen. Ja. Ja, und jetzt kann man, aber glaubt man nicht, dass das noch irgendwie besser wird in dieser Folge. Das ist nämlich, also ich fand es mit die schrecklichste im ganzen Spiel, mit diesem Wolkengeist und seinen blöden Aufgaben. Mit dem Wolkengeist. Hast du noch das Dokument mit dem der zweite Stein Part 2? Weil da könnten wir dann auch wieder verteilte Rollen spielen. Den habe ich offen, ja. Das ist gut, okay, dann legen wir mal los. Geht's, so. Geht's direkt hier oben los? Weil ja, genau. Zaumzeug, genau. Genau, ja, dann haben wir uns auf der Folge, von der du nicht abstürzt. Genau. Gut. Dann können wir weiterlesen. Das ist doch toll. So. Ich glaube, wieder mal mit dem Pferd. Genau. Wieso dienst du diesem Wolkengeist? Es ist meine Vorsehung und ich muss sie erfüllen, genau wie du deine erfüllen musst. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass ich eine habe. Also mein Lehrer hier, alle haben ein Schicksal. Manche sind vorbestimmt, andere aus eigener Wahl festgelegt. Je nachdem. Ja, weiter? Ja, ich glaube, deins ist wahrscheinlich letzteres, also aus eigener Wahl festgelegt. Ja, aber wie kann ich eigentlich, oder wieso kann ich eigentlich auf dieser dünnen Luft hier stehen? Das interessiert ihn gar nicht mit dem Schicksal, ne? Nö. Huch, willst du den machen? Das ist der Geist. Ich guck gerade, wo der Geist ist. Das sind nicht die Fragen, die du stellen solltest. Du bist hier wegen des Juwel der Luft und, Juwel des Wachstums, wie die Vorfahren es erst nannten. Es ist nicht ohne Grund so benannt, denn wer den Stein besitzt, muss sich als erwachsen und somit seiner würdig erweisen. Genau. Also ja, wir haben jetzt aber so lange gelabert, man tät, glaube ich, gleich weg, ohne respektlos sein zu wollen. Geist der Wolken.
runterscrollen. Ja. Danke, du musst zu... Achso, nee, warte. Doch, der wird ja jetzt ich. Du bist der Geist. Ja. Danke, du musst zugeben, Geist der Wolken, dass ich ein erwachsener Mann bin und somit deine Voraussetzungen erfülle. Ja. Nicht wahr? So, ein heulender Wind macht dich für einen Augenblick taub, obwohl du ihn nicht auf deiner Haut spürst. Der Geist der Wolken spricht erneut. Diesmal ein wenig energischer. Es genügt nicht, dass du körperlich voll ausgewachsen bist. Das ist offen... Boah, wie schnell geht das denn? Das ist offensichtlich. Es muss auch erwiesen sein, dass du in Geist und Seele erwachsen bist. Und darauf wirst du auf die Probe gestellt. Ja, huch, Alter. Jene, die die Bürde eines Königs tragen, müssen bestimmte Qualitäten besitzen. Deine Taten werden gegen das Gewicht dieser Vorzüge beurteilt. Genau. Ja. So, und man wird sehen, ob du deinen Titel verdienst. Man wird sehen, ob du dieses Juwel des Wachstums würdig bist. Und er sagt schon, erblicke deine erste Prüfung und jetzt lese ich dann mal weiter. Genau. Ja, der Nebel, der dich umgibt, klärt sich und du findest dich an einem wohlbekannten Ort. Das kommt uns wirklich bekannt vor. Das ist Daventry. Und außerdem bist du wieder ein Kind. Ja. Ein alter Schwindel überkommt dich für einen Augenblick. Seltsam, du kannst dich an nichts erinnern, was nach diesem Ereignis passierte. Noch seltsamer, du bist dir wahre bewusst, dass du eine Art Test bestehen sollst. Doch wozu, kannst du nicht ergründen. Aber sieh mal, da ist Malvolio, dein bester Freund. Ihr seid beide in ein Schlagballspiel vertieft. Wum. Aua. Aua. Ups. So, das ist, glaube ich, Graham. Oh, oh, das hat sich nach dem König angehört. Ah, was haben wir zu tun? Nee. Ich mach dann den König und du Kind Graham, ne? Mhm. Okay. Du da. Ja? Ja? Ist das, wie du deinen Königs ansprichst? Ja. Nein, Eure Majestät, King Edward, Sir, ich meine Sire. Wer von euch beiden hat den Ball geworfen, der mich gerade am Kopf getroffen hat? Du machst die letzte Auswahlmöglichkeit. Du bist schuld. Du nimmst deinen ganzen Mut zusammen und sagst... Moment kurz. Ja, Majestät, ich habe den Ball über das Schlossmauer geworfen. Es war mein Fehler. Bitte bestraft meinen Freund nicht, ja? Der König beobachtet dich genau. Du fragst dich, ob du jetzt in ernsthaften Schwierigkeiten bist. Also hört mal, ich würde niemanden wegen so einer Bagatelle bestrafen, aber spielt gefälligst woanders und nicht mit meinem Karottenfeld, ne? Hinfort mit euch! Ja, Sire. Also noch eins, mein junger Freund. Du hast dich heute vorbildlich benommen, indem du die Schuld deines Freundes auf dich genommen hast. Ich habe nicht geguckt, wer das war. Die vornehmsten Ritter dieses Reiches zeigen ihr Mitgefühl, indem sie andere beschützen, selbst wenn es bedeutet, dass sie sich in Gefahr begeben. Ich finde, dies ist eine seltsame Eigenschaft unter den vielen, die ich kenne. Und ich hoffe, dich wiederzusehen, wenn du erwachsen bist. Vielleicht in meinen Diensten, so kurz vor meinem Tode. Ich war, wenn ich die Stücke, die drei Schätze von Daventry wiederzufinden. Ja. Ha, ha, ha. Danke, Euer Majestät, ja. Okay. So, jetzt sagt der Geist, erblicke deine zweite Prüfung. Genau. Das kennen wir doch auch. Ja. Du fühlst, dass du älter wirst.
älter als zu Beginn der Prüfungen und wieder überfällt dich ein Schwindel. Deine Erinnerung an die vorige Prüfung verblasst und an seiner Stelle füllt sich dein Gedächtnis mit dem Wissen all dessen, das seitdem geschah. Dies schließt bedauerlicherweise auch all die Plagen ein, die Daventry seit dem Erscheinen des furchtbaren, dreiköpfigen Drachen heimgesucht haben. Um es noch schlimmer zu machen, hat er deine 17-jährige Tochter als neuestes Opfer gefordert. Als Gegenleistung wird er dem Rest der Bevölkerung nichts antun. Bis zur nächsten Forderung. Du würdest den Drachen selbst vernichten, aber du hast nicht mehr das Herz für solche Abenteuer. Nee, das haben wir ja dann gesehen, ne? Wie hast du dich so einsam und schwach gefühlt? Du fürchtest, als hättest du die Wahl. Würdest du nichts tun, um die Lage zu verbessern? Moment kurz. Okay. Ich glaube, ich spreche diesen Cloaked Mann. Ja, kannst du machen. Eine hübsche Aussicht. Kein Wunder, dass du so oft hier lag. Du, ich werde dich für dein Eindringen hängen lassen. Wachen, wachen! Dir zu rufen wird dir nichts nützen. Denn selbst wenn sie erscheinen, werden sie ihren König nur zu der Luft sprechen hören, die er atmet. Die Pocken sollen dich zerfressen. Wer bist du? Die haben mich schon zerfressen. Mein Name, meinen wirklichen Namen, hat seit nahezu 1000 Jahren niemand gehört. Es genügt, wenn du mich als der Vater kennst, aber nicht deiner. Nein, der an den Männern geschrieben hat. Dann sage, was du zu sagen hast und verschwinde. Ja, du bist nicht gerade ein Meister des Smalltalks. Ich bin so cool, dass ich englische Wörter in meinem Wortschatz habe, ja. Ja, genau, wie willst du das auch übersetzen? Der kleinen Rede, oder wie? Du hast meine Familie verflucht und laber hier nicht so blöd rum. Und deshalb wütet der Drache jetzt in meinem Land und hat mal eines meiner Kinder entdeckt. Ja, das stimmt aber nicht so ganz. Was? Du streitest deine Beteiligung ab? Nein, überhaupt nicht, aber du hast ziemlich viel ausgelassen. Ach, sprich und verschwinde. Nun gut, ich möchte deine Krone. Du kannst nicht glauben, was du gerade gehört hast. Diese widerwärtige Kreatur fügt dir seit fast 18 Jahren unendliches Leid zu und ist jetzt in dein Schloss eingedrungen, um deine Macht einzufordern. Bei allen Wütenden... Darum geht es also. Du willst Daventry regieren. Was sollte ich denn mit deinem kümmerlichen kleinen Königreich anfangen, wenn ich in ein paar Jahren mehr Macht als Legenny Moore selbst haben kann? Nein, ich will nur das Ding, das du auf deinem Kopf trägst. Deine Krone. Sie ist ein wesentlicher Teil meines Plans. Ohne sie werden meine Bemühungen, mich für den Aufstieg vorzubereiten, vergeblich sein. Ich habe viel zu lange darauf gewartet, um mich nun daran hindern zu lassen. Ja, genau. Oha, ja. Also, wenn du sie so dringend brauchst, hättest du sie nur nehmen müssen. Du hattest reichlich Gelegenheit. Weißt du denn gar nichts über die Legende deiner Vorfahren? Niemand kann die Krone des ersten Königs besitzen, ohne sie übergeben zu bekommen. Ohne sich übergeben zu müssen, wenn du auch nur einen Moment glaubst. Ja. Ich würde... Bevor du weitersprichst, bedenke dies. Als Tausch für das, was ich fordere, werde ich meinen Fluch und alles, was damit zusammenhängt, von dir und deinem Land nehmen. Dein Reich wird wiederhergestellt und deine Familie vollzählig sein. Abzüglich deines Titels natürlich. Ja, genau. Du denkst über diese Worte nach. Seit fast zwei Jahrzehnten leiden unzählige, unschuldige Leute unter dem Elend, das Daventry ertragen musste, und die Spieler unter diesem entsetzlich langen Gelaber. Noch viel mehr Menschen würden noch unendlich mehr leiden, abgesehen vom Schicksal deiner eigenen Familie. Mit einer einfachen Erklärung könntest du all dem ein Ende setzen. An diesem Ort verhältst du dich gern wie in einer Kirche, wo man inneren Frieden finden möchte. Deshalb ziehst du es vor, nicht zu reden, solange es nicht nötig ist. Und wir sind übrigens im Szenario von King's Quest 3 Redux, ne? Genau. Ja, das ist richtig. Genau. Und nun?
Du wählst Severing the Lifeline, die Lebenslinie durchtrennen. Dir meine Krone zu geben, würde einen Machtwechsel bedeuten, so sagt es das Gesetz dieses Landes. Und es sagt auch, dass die Krone nur von denen getragen werden darf, die sich bedingungslos für Daventry einsetzen. Die Krone also einer widerwärtigen Kreatur wie dir zu übergeben, wäre ein Verrat an Ehre und dem Gedenken an alle ehemaligen Könige, die sie getragen haben. Nein, ich werde es nicht tun. Nicht einmal um deiner Familien willen? Nein, es gibt Prinzipien, denen sogar die eigene Familie geopfert werden muss. Schrecklich. Und der Typ guckt dich an wie ein Wissenschaftler, ein seltenes Exemplar. Was für eine faszinierende Auffassung von Moral du hast, König Graham. Ich freue mich schon fast auf die Zeit, zu der du deine Verpflichtungen ruhen lässt, um mich zu jagen. Ich habe vorausgesehen, dass wir uns wieder treffen. Ja. Und erblicke deine dritte Prüfung. Ja. Wieder fühlst du dich altern. Du bist jetzt viele Jahre älter, aber glücklicherweise immer noch König von Daventry. Und wie schon zuvor schwindet das Wissen um die vorige Prüfung aus deinem Gedächtnis. Dieses Mal ist es aber mit dem reichen Wissen gefüllt von dem, was bisher geschehen ist. Viele Jahre sind vergangen. Deine Kinder, einst Erben deines Throns, sind ihre eigenen Wege in andere Königreiche gegangen. Aber zum Glück hat das Schild... Oh, wie schnell geht denn das weiter? Nachdem die Maske der Ewigkeit wiederhergestellt wurde, hat Daventry einen neuen Favoriten. So, wo sind wir denn sicher? Ich weiß nicht, es geht mir zu schnell. Du lächelst und fühlst, wie sich die Falten in deinem Gesicht dehnen. Du hoffst, dass du dich daran gewöhnst, bis deine Zeit gekommen ist. Du weißt, was meine Entscheidung geredet wird, du machst den anderen da wieder. Ja. Ich bin jetzt Graham hier, so. Warte mal, lass gucken, wo wir jetzt sind. Die Leute stellen meine Fähigkeit in Frage, kommt jetzt als nächstes. Connor, das ist doch von King's Quest 8, oder ne? Ja, da stand ja auch, aber das ging zu schnell. Ja. Nachdem die Maske der Ewigkeit wiederhergestellt wurde, hat Daventry einen neuen Favoriten. Natürlich, das ist jetzt King's Quest 8. Genau. Geht das jetzt nochmal weiter? Achso, du hast... Ja. Okay. Die Leute stellen meine Fähigkeiten, die Pflichten zu erfüllen, in Frage. Wenn ich noch eine höhere Verpflichtung habe, ich glaube, dass ich beiden im höchsten Maße nachkommen kann. Ich frage es nicht ab, dass diese Verpflichtung es jederzeit nötig machen könnte, dass du das Land verlässt, obwohl du gerade dann dringend gebraucht wirst. Natürlich nicht, Sire. Aber ich werde es diesen Trolltern zeigen, sprichwörtlich, wenn ich diese Brücke überquere. King's Quest 1. Und dann ist da noch das Problem, dass du nicht von königlicher Geburt bist. Also war ich eigentlich auch nicht, aber egal. Das stößt einigen Adligen sauer. Die Tugend der Wahrheit, des Lichts und der Ordnung können auch diejenigen besitzen, die ärmsten Ursprungs sind. Adel wird durch Taten definiert, nicht durch die Herkunft eurer Majestät. Du kannst dein Schmunzeln nicht verkneifen. Für jemanden, der einst als Bauer lebte, spricht er ziemlich gut. So, das kommt uns auch bekannt vor, ne? Mhm. So. Du nimmst Nighttime. Knie nieder, Wicht, dein Schwert. Her damit. Danke. Angesichts deiner Tapferkeit, deiner Loyalität und deines reinen Gewissens habe ich mich entschieden, dich zu meinem ersten Ritter zu schlagen. Somit bist du mein Nachfolger und Erbe dieses Throns. Erhebe dich, Sir Connor von Daventry. Hau und Schlag und Piek. Erhebe dich, habe ich schon gesagt. Egal. So. Und du findest dich vor dem Geist der Wolken wieder. Ja. Auch, dass es dunkel wird. Okay. Und dann fliegen wir gleich runter.
Du hast dein tiefes Verständnis von Mitgefühl, Ehre und Loyalität bewiesen. Diese Eigenschaften übersteigen den Geist und erzählen von der Seele in dir. Wachstum dauert unvermindert an, lebenslang für alle Lebewesen. Du bist sehr gewachsen, hast viel gelernt und wirst in jeder Hinsicht weiter wachsen. Du hast dich des Juwel der Lüfte und Wasser und Willig erwiesen. Nimm es aus seinem Mund, ich gehe. Ist voller Spucke. Da ist ja nur Regen dann, egal. Oh. Nimm es. Den zweiten Stein auf Wiedersehen. Ja, während du fühlst, wie deine Erinnerung an die letzte verblasst, verdunstet die Wolke unter deinen Füßen. Mach, dass du fortkommst, Graham. Schnell, 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 aufs Pferd. Ich würde sagen, wir speichern auch mal schnell, 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 schnell. Und jetzt nimm und steig das auf diesen Gaul rauf. So. Ich weiß mir nicht, was passiert, wenn wir da zu lange stehen. Wahrscheinlich sterben wir. Ja, das ist gut möglich. So, irgendwann ist auch dieser lange Flug zu Ende. Du hoffst, dass es eine Weile dauern wird, bis du wieder in die Luft gehst. Ha. Du wirst dir wünschen, in die Luft zu gehen, wenn du wüsstest, wo du jetzt hin musst. Ha. Wo soll ich landen? Ja, auf der Erde wäre irgendwie nicht schlecht. Okay, und flusch. Da sind wir. Ich soll eigentlich gar nicht auf die Erde, denn ich bin ja ein Diener der Wolken. Eine Dienerin der Wolken. Du bist eine Pferdekuh. Nein, ich bin eine Pferdekuh. Nimm diesen Zuckerwürfel. Er wird dich gegen den Giftwuchs in diesem Land schützen. Lebe dein Wohl. Adieu, adieu. Genau. Urgh. Weißt du, warum das auch so verdammt anstrengend ist? Weil die Texte manchmal so schnell weggehen. Ja. Du bemerkst, dass du während des Fluges einige Dinge verloren hast, hauptsächlich alle Papiere, die du bei dir hattest. Darüber machst du dir allerdings keine Sorgen, solange man dich nicht wegen Umweltverschmutzung drankriegt. Okay. Während die Dämmerung einsetzt und der bleiche Mond über dem verdunkelten Horizont aufgeht, erinnerst du dich an die Worte der Tür des Schicksals bezüglich des dritten Juwels. Durch sumpfigen Schlamm in einsamem dunklen Schloss. Dann erinnerst du dich auch, dass der große Neptun mit ängstlichem Zögern von Kolymas Herrn gesprochen hat. Du spürst mit großem Unbehagen, dass dieses letzte Juwel schwer zu bekommen sein könnte. So, und das ist das Ende von Kapitel Stein 2. Genau. Uiuiuiuiui. Puff! Wir haben's, Edim. Wir haben den zweiten Stein. Ja. Ja. Wir haben den zweiten Stein, aber der dritte, über den dritten Stein habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kapitel geschrieben. Das ist schon viel, würde ich sagen. Das ne? ist heftig, ne? Wir können ja mal mit dem ersten anfangen, wenn du magst. Ich schick dir gerade das Dokument. So. Es wird spannend, Mann. Das ist schon die ganze Zeit spannend, hey. Es wird spannender. Noch spannender. Genau, so. Hast du gespeichert, ja, ne? Ja. Kann nochmal speichern, aber... Ein 3, genau. So, dann gehen wir jetzt mal zur Kirche. Hast du mir das geschickt? Ich hab's dir geschickt, gerade eben. Schauen wir doch mal. Doch ganz praktisch mit so einer Übersetzung, ne? Das geht auf jeden Fall besser von der Hand, ja. Ja. So, das fanden wir beim ersten Mal schon. Ich finde das immer noch. Auch wenn ich manche Sachen nicht übersetzt habe, aber das hält sich in Grenzen. Ich muss mir ganz kurz meine Abenteuerflasche mit Trinkbarem auffüllen. Das mach mal. Ich... Ja. Etwas zu trinken sollte man nämlich beim Spielen immer am Rechner haben, denn dieses furchtbar viele Gelaber, besonders in diesem Spiel. Das macht doch echt einen Durst. Prost! Yes. So. Also ich glaube, noch mehr lesen hatte ich nur in Sorg Nemesis. Das ist auch ein schönes Spiel. Das ist toll. Das ist ein super schönes Spiel. Aber da war auch echt total, da war, glaube ich, in fast jedem Screen war da irgendwas zu lesen drin. Mhm.
Ah. So, ich bin mal ganz kurz gucken hier. Wir gehen zur Kirche, ne? Wir müssen jetzt zur Kirche. Genau. Ja, da gucken wir mal. Da bimmelt auch die Glocke. Ja, und dann ist nämlich die Tür offen, obwohl wir das vorher noch nicht probiert hatten. Genau. Aber mussten wir auch nicht. Stand ja nur From Dusk Till Dawn. Okay, und dann guck dir erstmal die Bibel an. Du siehst die Bibel an, die mehrere Jahrzehnte so alt sein muss. Du öffnest sie und findest ganz vorne eine weiße Seite, der vor 20 Jahren was mit Hand geschrieben hatte, was ich glücklicherweise übersetzt habe. Gut. An alle, die das Wort vernommen haben, wir sind die wenigen Auserwählten, gesegnet von den Geistern der Wildnis, bestimmt für Großes, verborgen vom Umhang. Nur noch eine Herausforderung müssen wir bestehen, bevor unsere Zukunft in Stein gemeißelt werden kann. Die einfachen Leute Kolymas klammern sich immer noch an die Erinnerung ihres alten Herrschers. Sogar jetzt, Jahre nach der dunklen Wende des Schicksals, geben sie die Hoffnung nicht auf, dass er sie nicht im Stich lassen wird. Solange das so ist, können wir unser Ziel nicht erreichen. Ein Weg zu ihm ist gefunden, Brüder. Hey, mach doch mal, stell dich doch mal irgendwo hier oben hin mit deinem Cursor, dann geht das nicht weg. Muss ich aus dem Spiel rausklicken? Oder so. Ein Weg zu ihm ist gefunden, Brüder. Lasst ihn das warnende Jaulen hören. Der Umhang wird sich für alle Zeiten heben und unsere Lieder werden das Echo seines Endes sein, seines Einflusses und seiner Familie. Und da klingelt es und unsere Zeit ist gekommen. Moment, mich ruft gerade jemand an. Ja. Ich habe ja gesagt, es klingelt. La, 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 la. Auf jeden Fall legst du die Bibel zurück dahin, wo du sie gefunden hast. Und du bemerkst, dass ein Blatt auf den Boden gefallen ist. Ja, und wie es weitergeht, da müsst ihr jetzt warten, bis Julian zurückkommt. Hurra, wir warten und warten. Ich kann hier leider nichts tun. Aber ich bin so wie die Einzige. Ach, das ist egal. Mache, dann meldet er sich. Ja, dann kannst du weiterklicken. Jetzt kann ich weiterklicken, ja. Kannst du weiterklicken. Du hebst das Blatt auf, bitte, was da runtergefallen ist. Und liest es mal. So. So, warte, ich mache mir gerade einen Screenshot davon. Das ist mich mega wichtig, denn das behandelt sich um eine Navigation. SWENS. WSWNW. Südwest-Ost. Nord-Süd-West-Süd-West-Nord-West. Steht aber in deiner Ding steht das anders da, aber okay. Ja, das ist ja auch random. Ach so, random ist das, okay. Das ist random. Das ist jedes Mal anders. So, und ich trage es nämlich jetzt ein. So.
und schreibt runter. S W E N S W S W N W. So. Ja, das ist jedes Mal anders. Okay. So, das nimmst du mit, aber trotzdem ist es immer nett zu haben. Ja. So, genau, wir speichern nochmal ab. So, dann kannst du mal mit dem... Priester, glaube ich. Ja. Ich spreche den. Okay. Aber der antwortet dir gar nicht. Haha. Tja, dann musst du dich neben den knien. Über den anfassen? du bist nicht jung genug, Graham. Solche Typen stehen nur auf Knaben. Genau. Demütig kniest du nieder, um zu beten. Nach einigen Augenblicken erhebst du dich wieder. Der Mönch dreht sich um, steht auf und wendet sich dir zu. Ja, genau. So. Und jetzt kannst du mit ihm reden. Vater, ich begebe mich nun an einen Ort der Finsternis. Zwar habe ich ein tapferes Herz, so ist mir doch der Pfad, der vor mir liegt, nicht klar. Ich suche nur die Erkenntnis, dass meine Reise von himmlischer Gnade erleuchtet sein möge und ein Gebet, dass ich es schaffe. Und das erzählt er dem nach all dem, was der schon weiß. Schön blöd. Also echt. Der Mönch lächelt dich ermutigend an und klopft dir auf die Schulter. Dann nimmt er ein Silberkreuz von seinem Hals und legt es in deine Hände. Danke. Ja, gern geschehen, mein Kind. Oh, Sie können sprechen. Ja, natürlich. Aha, ich dachte, München sei es verboten, zu sprechen. Naja, ich flüster ja auch. Nein, nicht allen Kirchen folgen denselben Regeln. Und diese Kirche ist ziemlich, naja, ich sag mal, einzigartig. Ja, und wenn Sie wissen würden, wie, dann würden Sie sich noch wundern. Ja, erzählen Sie mal. Ja. Ich hab Hunger. Jetzt hören Sie aber mal jemanden. Ja? Der sieht auch fast so aus wie, muss ich mal sagen, der sieht fast so aus wie der Mönch aus Robin Hood. Ein bisschen dünner. Ja. Ja. Okay, also du musst nicht mit dir selbst reden, sondern bitte mit dem Mönch. Ja. Also wegen dieses Kreuzes hier, ne? Ja, Moment. Ich glaube, es wird dir von unschätzbarem Wert sein. Wir erwarben es zu einem enormen Preis. Das war teuer? Ich meine, es hat uns mehr gekostet als irgendetwas von Wert, um in seinen Besitz zu gelangen. Und ich grüße dich, Niki. Ich auch. Weiter Fragen? Wieso reden die nicht gleich durch? Weiß ich auch nicht. Wenn ich fragen darf, warum öffnen sie die Kirche erst bei Abenddämmerung? Weil es cooler ist. Nein, uns erscheinen die späten Stunden mehr vom Vorteil, sag ich mal so. Naja, dann haben sie aber bestimmt nicht so viele Mitglieder, oder? In ihrer Gemeinde. Ja, das ist schon wahr. Da haben sie recht. Noch mehr? Was wissen sie denn über den Grafen? Ach... nur, dass er ein Heide ist, ein Gotteslästerer. Du wirst Gott gut dienen, wenn du dorthin gehst, mein Kind. Segne dich, ja, mit allem, was ich hab. Oh Gott, der Mönch lächelt dich an, dreht sich wieder zurück. Niet nieder und nimmt seine Gebete wieder auf. Ja, bis dann. So, genau. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, wir müssen gleich zum Sumpf, oder? Nee, wir müssen erstmal der Oma ihren Umhang holen und den Ring und wir müssen erst zum Zwerg und das dauert noch. Also ich glaube, wir machen die Oma fertig und den Ring und den Sumpf das nächste Mal. Das dauert nämlich alles. Achso, okay. Aber erstmal guckst du dir den noch an. Eine abscheuliche Statue eines grinsenden Teufels bildet einen Bogen, der zum Kirchhof führt. Okay. Oder ja, anfassen? Okay. Nee. Nö. Sollen okay. Können wir hier rausgehen unten auch, oder was? Nee, da kommen wir jetzt noch nicht durch, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Doch. Oh doch, der Friedhof. Ach, dann können wir uns den ja schon mal angucken. Ja komm, dann lass uns mal die Gräber gucken. Wir machen eine Gräberlesefolge. Ich habe die aber nicht übersetzt. Ja.
Genau. Wir lesen Grabsteine. Das kommt mir bekannt vor. Lester Williamson, hier liegt ein Mann, der alle Insekten fürchtete. Und er wollte deshalb auch seinen Teppich nicht hochheben. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätte er viele kleine Insekten gefunden, die irgendwelchen Lärm machten. Und so mit so tödlichen Bissen, dass er sicherlich davon gestorben wäre. Er ist auch nur 45 Jahre alt geworden. Ja. Okay, du darfst den nächsten. Ich darf den nächsten. Rallop Neven. Genau. The jester joked his life away until a quip he made one day insulted was a barren son who had this poor old jester's hung. Oder jester hung. Ist der Hufnarr gestorben, weil er einen bösen Witz über den Sohn des Barons gemacht hat. Das reimt sich schön hier. Aufgehängt. Aber der hat lange gelebt. Der hat lange gelebt, Ah nee, doch. Na, nö, geht. Ja, nee, doch nicht so lange. So, was haben wir hier? Rebecca Twindle, 1250 bis 73, die ist ja nicht alt geworden. In that usual daring way of hers, we threw caution to the wind. Also die hat alle Warnungen in den Wind geschlagen, weil sie ziemlich mutig war. Late one evening, she risked a venture and went out to the sea with him und ist mit irgendeinem Arschloch abgehauen. Totally in love she was, so filled with careless whim. That even when he threw her overboard, she never thought to swim. Und als er sie dann über Bord geschmissen hat, hat sie dann mal dran gedacht, zu schwimmen. Ja, Mädels, so geht's euch, wenn ihr euch irgendwelche Männer aussucht. Lasst es bleiben und dann lebt ihr lange, sage ich euch. Ja. So, du bist dran. Gulasch Thompson ist jetzt hier. Genau. Never in all his living years had he ever seen such sights. For hours did he stare at them. Those beautiful dazzling lights. Dazzling lights. So happy was he that he'd been able to live to see this night. But down a cliff he blindly fell, for the lights had been too bright. Ja, der hat wohl in irgendwelche Polarlichter gestarrt. Total fasziniert, dass er erblindet ist davon und dann eine Klippe hinuntergestürzt ist. Oder die Sonnenfinsternis. Oh nein. Oder eine Sonne. Nee, warte mal. Ja, das ist nicht gesagt, irgendwelche tollen Lichter halt. Ja. Also kann alles Mögliche gewesen sein. Oder helle Sonne oder Polarlichter oder irgendein Blitze. Charles Bouquet. Mhm. He got out in the pouring rain and risked becoming wet. He'd never dry off afterwards, so very sick he'd get. Der ist nicht so klug gewesen wie ich gestern, als ich in den Regen gekommen bin. Der hat sich mich hinterher nicht abgetrocknet und ist an einer fiesen Erkältung gestorben. Ah, das ist nicht so gut. In this dark hole lies one brave soul, whose questing for glory has taken its toll. Ja, vielleicht eine Anspielung, ne? Ja, irgendein Quest Adventure for glory. Ja. Vielleicht finden wir ja noch Larry Leffer. Ja, wer weiß. Ah. Ich habe ihn noch nie gelesen. Rose stole the day. As I landed on my head, I said I should have stayed in bed instead. Das wäre weiser gewesen. Ja. Here lies the Oddknob family. Eventually they were well respected to have their own area. Also irgendeine Familie, die wohl eigenen Bereich haben hätte sollen. Ja. Warte mal. Ich wollte eigentlich den hier lesen, aber... Das sind die Oddknobs. Das war der. Ja. Den haben wir auch schon. Den haben wir schon hier, Das ist der Glory. Also den hier kann ich nicht lesen. Da geht er direkt hier hin. Genau. Naja, dann machen dann wir den. Die? Ja, mach den. Lyot O'Myleaf, oder wie auch immer. She was a lady with strange habits, who as friends kept only rabbits. When time came, her hunkadoo and her friends all wound up in her stew. Oh my God. The other creatures, also bunnies, found this not remotely funny. So their swift revenge they sought. The kitchen in her sleep they brought. Heaved to her into a large pot, which was regretfully much too hot. Das war eine sehr seltsame Lady, die als Freundin nur Kaninchen hatte, aber dann wurde sie irgendwann so hungrig, dass sie alle gefressen hat. Ja. Und die anderen Kaninchen fanden das nicht lustig und haben dann sie zur Strafe gekocht. Na wunderbar. Ja, genau, das kommt davon. Bridget O'Troublewater. Schön. During the annual house inspection, she spied a mirror and its reflection. For days she loving
blankly gazed at it, unable to sleep or eat or sit. With the last of her earthly power, there she remained till her final hour. Okay, also die hat irgendwann mal so lange ins Spiegel geguckt, dass sie vergessen hat zu schlafen, zu essen, zu trinken, zu alles. Und dann ist sie da dran gestorben. Ja, Niki. Weil sie ja nichts mehr zu essen hatte und zu trinken. Und dann Schlafmangel hat sie auch gelitten. Ja. Ja, Niki, gekochtes Kaninchen, aber die Kaninchen haben die dann gekocht. Ja. Genau. So, ist das ja auch noch eins? Ja, das ist, nee, das ist kein Grab, das ist nur Allgemeines. Hier ist dann so ein ja, da, Gruft, ne? Da lief ich Graf Zeppisch drin. Genau, denn da ist Graf warte, Zeppisch. Da, ich, nicht rein. Was ist hier vorne? Na, warte mal, hier. Ja. Faith Cinders. Alas, my dear, you've come too near to your heart's great desire. It seems that now you've run the foul and should not have lit that fire. Ja, die ist irgendwie verbrannt, die arme Frau. Und ich trinke hier meinen schönen Ginger Ale. Genau. Ach, ich mag das Zeug. Mögt ihr das auch? Schreibt das mal in die Kommentare oder in den Chat rein. Was ist denn jetzt? Achso. Ich mag das nicht. So. Und die da vorne? Judas Morton. Genau. Here lies a foolish non-believer with a shame deep as the soul. Even God, through wise and powerful, cannot save this wretched soul. Ja, also es ist ein Ungläubiger, ne? Genau. Und mit Shame, also Shame ist ja Scham, ne, oder? Mhm. Oder ist das, Schande, ja. Schande, genauso. Auf jeden Fall konnte sogar Gott ihn nicht retten und das hat er jetzt davon. Aber liegt auf dem Friedhof wie alle anderen auch und das kann ihm wahrscheinlich egal sein. Zu oft getrunken, kannst du erstmal nicht mehr sehen. Ja, ich trinke ganz gerne das von Schweppes. Ist zwar ein bisschen teurer, aber das schmeckt da um Welten besser als diese anderen No-Name-Dinger. Da muss man das echt sagen. Nee, hier kann man nichts mehr lesen, oder? Doch. Coco here, Bowl. Okay, Bool. The writer wrote until he bled. In his final agony he said, I will not lift my trusty pen till I at least have reached the end. Also es war ein Schriftsteller, der hat geschrieben, bis er tot umfiel, weil ihm die Finger bluteten oder so. Weißt du, was jetzt gut kommen würde? Na? Weißt du noch, bei King's Quest 7, Uga Buga, wenn man zu lange bei Uga Buga rumgestanden ist, ist so der schwarze Mann aus der Erde gekrochen. Genau. Das wäre jetzt auch gut, wenn er jetzt kommen haben würde. Haben wir die beiden hier vorne eigentlich gelesen? Die haben wir gelesen, ja, sicher. Ja? Hm? Lester Williamson und das ist Ralph Neven. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ja. Leffler Povins. Povins. The power brought unto his Graham hat ein bisschen zu viel getrunken. The power brought unto this world is as unholy as this sage. Doomed are those that have descended from the blood of a first mage. Was auch immer, das kann ich jetzt spontan nicht übersetzen. Auf jeden Fall, tot ist er auch. So, da ist noch ein Gargoyle. Genau. Ja, das war's, glaube ich. Also mehr finde ich jetzt hier gar nicht gerade. Oder? Nee, haben wir schon. Die hatten wir schon, ja. Nee, nein. Das war's. Hier hinten. Okay. Nee, Straight Cemetery. Nee. Okay, na gut. Gut. Dann müssen wir nachher nochmal hin. Okay, dann müssen wir mal schauen. Ob dann gehen wir jetzt raus. Ja, raus. Jetzt müssen wir da raus. Ja, na, das hat doch mal Spaß gemacht. Jo. Ach so, ich muss dir, glaube ich, mal noch die anderen Folgen schicken, weil das ist jetzt schon zu Ende. Warte mal eben. Das ist schon zu Ende, genau, Leute. Wir, Marlene hatten sich nämlich damals die Mühe gemacht und das alles übersetzt hier. Ja, also so gut wie alles, nicht alles. Ich ist diese Atmosphäre nicht toll vor der Kirche und wenn es hier dunkel ist, ist doch schön hier. So, ich habe dir jetzt mal 2 und 3 geschickt. Ihr wollt, also falls ihr das Originale nicht kennt, King's Quest 2, guckt es euch lieber nicht an. Das ist hier, sonst kriegt ihr einen Schock wieder. Ja, echt wahr. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also weiß ich nicht, ein Holzsteckenpferd zu einem edlen Reitross oder so. Ja, oder dieses Kuhpferd. Genau. So, speichern. Speichern. Was müssen wir jetzt machen? Oma. Wieso machst du mich das eigentlich immer?
Ich bin neugierig, ich bin so neugierig. Freunde, es ist so spannend. Ja, dann mach doch mal selber was. Ich gehe jetzt mal in die Badewanne. Okay. Dann. Vorne raus. Ah, genau. Jetzt gehen wir und. Oh oh, was passiert jetzt, Freunde? Was passiert? Ohne Vorwarnung stürzen zwei Wölfe aus dem finsteren Wald aus dem finsteren Wald und rasen auf dich zu. Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich kann schon gar nicht richtig lesen. Ah! Oh nein, oh mein Gott. Tschüss. Machen, aber sie rennen an dir vorbei. Oh Gott. Einen Moment lang dachtest du, die Wölfe würden dich angreifen. Neugierig, warum sie das nicht taten, folgst du ihnen. Dann geh mal wieder zurück, genau. Und da siehst du den Mönch allein vor der Kirche und du bemerkst, dass die Wölfe sich ihm nähern. Oh, Herr Mönch, du willst den Mönch warnen, aber die Worte ersterben in deiner Kehle, als der Mann vortritt und den Wölfen die Köpfe tätschelt. Nein, meine Brüder, wir dürfen ihn nicht verletzen. Noch nicht. Er wird zum Heiden gehen. Er wird tun, was zu tun ist. Was, wenn nicht? Dann, meine Brüder, werden wir die Aufgabe, die vor uns liegt, vollenden. Die Aufgabe, die vor so vielen Jahren... Achso, ich hab da schon gesagt. Ja, ja, das macht ja nichts. Ah! Du verschwindest so schnell wie möglich, dein Herz rast schneller mit jedem Schritt wie das meines Kollegen heute. Jetzt hast du eine Ahnung, was bei Vollmond geschehen wird und du willst nicht unbedingt in der Nähe sein, wenn es passiert. Es ist mal sicher, in dieser Kirche wirst du nicht heiraten. Nee. Und jetzt gehen wir zum Omer-Haus. Gehen wir zur Oma, genau. Ja. Na, 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 na. So, dann folgen wir. Das können wir alles noch machen, aber den Sumpf dann in der nächsten, beim nächsten Mal. Ja. Ne? Oh. Aber ich finde es immer wieder ein ganz wunderschönes Spiel. Ja. Und diese Stelle finde ich aber nicht wunderschön, weil hier Graham immer nicht untergeht. Stimmt, da hängt er immer fest. So. So, wir müssen eigentlich nur dem Weg folgen, dann sind wir ja schon bei der Oma. Und da klingt, da heult ein Mädchen oder ein Kind in der Nähe. Echt? Ach Gott. Schauen wir mal. Ja. Wo denn? Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Doch, wir müssen aber, weil da, die hat, ja, warte mal eben. Doch, geh rein. Du kannst reingehen. Aber genau, du hast gespeichert, das ist gut, denn... Ah, mein Herr, habt ihr meine kleine Enkelin gesehen? Sie ist in die Stadt gegangen, um Lebensmittel für mich zu kaufen, ist aber noch nicht zurück. Ich fürchte, sie ist in Gefahr. Der Wald ist nachts nicht sicher. Und du musst wieder raus. Genau, du gehst automatisch raus. Und nach rechts. Also dadurch, genau. Ich muss ja irgendwie vielleicht oben oder rechts. Keine Ahnung. Wohl in der Nähe, wo der Zwerg ist. Ich bin mir nicht sicher, wo die ist. Ja. Gut, die müssen wir jetzt finden. Da. Juhu, ich kann Possum widersprechen. Ja, genau. Also, als du näher kommst, erkennst du das Kind. Possum, die Kleine, der du heute schon einmal geholfen hast. Dann auch ein zweites Mal. Hey, ist alles okay? Was ist denn passiert? Los. Ja, Graham! Also, ich war in der Stadt, um für Großmutter etwas Hühnersuppe zu kaufen. Ich versuche immer vor Dunkelheit zu Hause zu sein, aber heute habe ich mich verlaufen und wurde angegriffen. Angegriffen? Hat dich ein Wolf angegriffen? Nein, es war ein Zwerg, kein Wolf. Einen Augenblick lang denkst du, du hättest dich verhört. Ein Zwerg, sagst du? Ja, der hat mich angesprungen und mein Essen geklaut, dann ist der weggerannt. Und ich hab komischerweise gerade einen Akzent. Doch nur manchmal. Also,
Okay, ich werde mal dann versuchen, diesen Zwerg zu finden. Du gehst zurück zu deiner Oma. Was ja, dann denn? Okay, Graham, ich warte dann mal. Tschüss. Wiedersehen. Und tschüss. Dann musst du zu diesem Zwergenbaum. Genau. Wo ja. Da oben ist er direkt. Ja. Oh ja, schön speichern. Ja. So, und dann gehen wir da, denke ich, mal rein. Können wir da reingehen? Genau. Du musst klopfen und dann musst du dich rechts neben den Baum stellen. Hier? Ja, irgendwo dahin, dass er dich nicht sieht. Geh, mach. Okay. Kommt er rausgerannt? Du beobachtest da einen kleinen Kerl, der aus dem Baum herausrennt und schließt messerscharf, dass du die Behausung des Diebs gefunden hast. Der Duft von Hühnersuppe bestätigt das, dieser Scheißkerl. Genau. Und du speicherst ab und gehst in den Baum. Genau, also machst die Tür vorsichtig auf und... Genau. So. Sehr schön. Dann kannst du dem erstmal... ich glaube, die Truhe kannst du hier aufmachen. Und dann kannst du die Hühnersuppe klauen. Guck mal, das ist wie ein richtiges Gesicht hier im Kamin mit der Suppe. Siehst du das? Ja, sehe ich auch. Okay, du öffnest die Truhe und findest einige Dinge, die der Zwerg offensichtlich gestohlen und versteckt hat. Darunter auch einige Goldstücke. Sie zeigen das distinguierte Angesicht des ersten Königs und können nur aus der magischen Truhe von Daventry stammen. Dieser Arschsackgesicht. Genau, dann nehmen wir die Suppe, ne? Auf jeden Fall. Genau, und dann nimmst du auch mit den Pott mit der heißen Suppe, steckst ihn in deine Hosentasche. Ach, was für ein schönes... Den Dolch auch? Messer. Ja, das Messer nimmst du auch mit, klar. Ja. Macht doch nicht. Was? Das ist kein Messer? Das Messer, das du einmal unter einem Stein gefunden hast, das war ein Messer. Das können wir gar nicht mitnehmen. Okay. Der hat das, aber er hat das, der Zwerg hat das dann später. So, ich guck gerade. Ja. Genau, so, jetzt gehen wir zur Oma. Das war's. Und weg. Mhm. Ich denke mal, wir müssen dann schnell auch irgendwie da hier weg, bevor er uns dann sieht, ne? Ich glaube ja. Also besser ist es, da nicht zu lange stehen zu bleiben, glaube ich. Und genau. Und weg da. Und dann kannst du wieder speichern. Puh. So, also willkommen. Kommen Sie doch rein. Possum hat mir gesagt, dass ich auf Sie warten soll. Ja. Ja, dann gib mir mal die Suppe. Es ist ein bisschen zu kalt jetzt. Dann musst du, oh Gott. Du musst sie heiß machen. Na gut, dann mach die Suppe heiß. Okay, du machst die Suppe heiß und dann hat sie dann angenehme Temperatur und dann holst du die Suppe wieder raus. Und gibst sie der Oma. Wie die jetzt in der kurzen Zeit kalt werden konnte, weiß ich nicht. Aber ist egal. So, du gibst ihr die Suppe, stellst dich vor und, wartest höflich, während die alte, fragile Dame die nahrhafte Mahlzeit zu sich nimmt. Als sie fertig ist, stellt sie ihre Schüssel beiseite und widmet sich dir. Haha, da kannst du jetzt ja auch was gefasst machen, du. Ja, ja. Ja. Reden, ne? Mhm. Solltest du mit mir sprechen wollen, freue ich mich über deine Gesellschaft. Keine Person sollte nie einen Gast abweisen, besonders nicht, wenn sie bereits die Dämmerung ihres Lebens, irgendwie erreicht hat. Ja, stimmt da. Ja, genau. Du spürst einen Hauch von Endgültigkeit in den Worten der alten Frau. Du solltest für deine Freundlichkeit etwas bekommen, denn du hättest deine eigene Sicherheit nicht für eine alte, verbrauchte Frau wie mich riskieren müssen. Sieh mal unters Bett oder komm rein zu mir. Egal. Du solltest doch etwas finden, was dir in einer kalten Nacht wie dieser Wärme spenden könnte. So wie ich jetzt. Komm mal runter von zu mir. Nein. Lassen wir. Heute nicht. Du schaust unter das Bett und findest einen dicken schwarzen Umhang,
auf dem ein schöner mit Rubinen verzierter Ring liegt. Beides nimmst du ehrfürchtig auf. Ich kann diese wertvollen Dinge auf keinen Fall annehmen. Oh, bitte, ich will, dass du sie bekommst. Die Nächte in Kolyma sind kalt, glaube mir. Und was den Ring betrifft, naja, vielleicht ist es besser, dass ich ihn nicht behalte, damit er mich nicht erinnert. Okay, also wie Sie wünschen. Ja. Weiter reden. Ja, Sie haben eine charmante junge Enkelin, ha? Huh? Da habe ich schon einen Blick drauf geworfen. Du suchst Valenie, also sie Oma lächelt dich dankbar an. Ja, sie ist ein Schatz. Ich würde alles tun, um sie zu beschützen, dass ihr nichts passiert. Ja, also wenn ich fragen dürfte, was wurde denn aus ihren Eltern? Die Oma runzelt die Stirn, ihr einen Moment verdunkelt sich ihr Blick, bevor sie ein melancholisches Lächeln auf ihr Gesicht zwingt, wie sie das wohl macht. Wir haben sie vor vielen Jahren verloren. Ich fürchte, Possum hat ihre Eltern nie wirklich gekannt. Es muss eine gewaltige Aufgabe gewesen sein, ein Kind ganz alleine großzuziehen. Besonders in ihrem, in meinem Alter, ich bin bestimmt nicht mehr so jung, wie ich einmal war. Aber das ist ja keine Schande. Ich habe sie erzogen, ihr Sicherheit und Geborgenheit gegeben, so gut wie ich konnte. Dennoch fürchte ich, dass neuerdings das Gegenteil der Fall ist. Ja. Wenn ich fragen darf, woher stammen denn der Ring und der Umhang? Die alte Frau schließt ihre Augen, als ob die Erinnerung schmerzhaft sei. Sie haben meinem Mann gehört. Er war ein stolzer Mann, der letzte seiner Linie. Seine Familie war reich, ein Haufen altes Geld, könnte man sagen. Sie lebten im Schloss, das du vielleicht schon im Norden gesehen hast. Die Lage auf der Insel ist der Beweis dafür, wie sehr sie ihre Privatsphäre schätzten. Er war ein guter Mann, mein Ehemann. Er hat sich um mich gekümmert. Natürlich hatte er seltsame Angewohnheiten, so wie die meisten Männer, wenn ich so sagen darf. Ich habe den Verdacht, dass er der Magie frönte, obwohl ich ihn nie dabei erwischt habe. Er ging oft auf lange Reisen, nie ohne seinen schwarzen Umhang und nie sprach er über die Orte, an die er reiste. Er sagte, dass der Umhang für eine bestimmte Gruppe von Leuten etwas Wichtiges bedeute und dass ich nie jemand davon erzählen soll. Aber er war immer für mich da, immer. Bis zu dieser verhängnisvollen Nacht. Ich habe jetzt viel zu schnell gelesen, aber das macht nichts. Verhängnisvolle Nacht, Freunde! Wir waren gerade ein Jahr verheiratet. Ich war schwanger. Wir gingen eines Nachts spät im Weirwood Forest spazieren. Es war warm und in unserer Jugend gaben wir wenig Acht auf die Welt und ihre vielen Gefahren. Außerdem war Vollmond und wir konnten gut genug sehen. Ein Schatten schwebte über uns. Wir sahen auf und hielten es für eine verirrte Wolke. Aber es war keine. Wie ein Dämon schwebte über uns, die größte, abscheulichste Fledermaus, die ich je gesehen hatte. Sie fletschte die Zähne und stieß direkt auf mich herab. Mein Mann warf sich schützend vor mich. Er wedelte wie wild mit den Armen, um das grausige Ding zu vertreiben. Vielleicht versuchte er noch einen Zauberspruch, aber in seiner Panik konnte er sich nicht erinnern. Sie schenkte ihm keine Beachtung und ließ sich nicht abschrecken. Unbarmherzig schoss sie wieder und wieder auf uns herab. Irgendwann muss mein Mann den Flügel der Fledermaus umgebracht haben, weil er Kontrolle verlor und gegen seine Schulter krachte. Er wollte die widerliche Kreatur losreißen, aber dann schrie er plötzlich auf. Das eklige Ding hatte ihn gebissen. Aua! Er hat sich nie erholt und verblasste mit jeder Stunde. 2 Tage nach dem Angriff war mein Mann tot. Wir haben ihn auf dem Familienfriedhof auf der Insel beerdigt. Manchmal, wenn ich schlafe, fühle ich, dass er über mich wacht und mich schützt. Ich glaube, er wartet, bis meine Zeit kommt, sodass wir für immer zusammen sein können. Die alte Dame scheint einzuschlafen. Du kannst kaum ihre letzten Worte verstehen. Ich vermisse ihn so.
Es war sichtlich anstrengend für sie, diese Geschichte zu erzählen. Jo, und für mich auch. Du siehst die alte Frau einen Moment an und bemerkst, wie schwer sie im Schlaf atmet. Trotz der unermüdlichen täglichen Bemühungen des kleinen Mädchens kann wohl nichts mehr getan werden. Freunde, und das ist doch ein guter Cliffhanger. Ja. Oder? Ja, bleib auf jeden Fall drin, weil wenn du jetzt rausgehst, dann gibt's eine Cutscene und mit der würde ich auch gerne nächstes Mal weitermachen. Ja. Ja, ihr Lieben, wir haben den zweiten Stein und einer fehlt uns noch. Und der wird schwer zu kriegen sein. Genau, auf jeden Fall noch nicht nächstes Mal. Ja, genau. Ja, also wir hoffen ja, euch gefällt King's Quest 2, das VGR-Remake. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen. Ja, und ich finde, die Story ist so toll geschrieben ja. Und erzählt und entfaltet. Also, und deshalb hat mir das auch so viel Spaß gemacht, das zu übersetzen. Also war wirklich toll. Ja, falls ihr mal ein paar nicht live dabei sein könnt, ich lade alles noch, also könnt ihr bei mir auf Twitch gucken, die Videos im Nachhinein, da ist eine Playlist oder auf YouTube bei mir oder bei Marlene. Also wir haben es alle genau, verlinkt. Und ich hab die Playliste, die habe ich auch auf Discord verlinkt, da könnt ihr mal in, ich glaube, Retro Talk ja. Da steht's drin. Und die bleibt da und die wird dann immer befüllt, wenn irgendwas Neues kommt, dann ist das auch bald da drin. Genau. Ja, und das geht dann auf Julians Kanal, aber ich habe halt diese Playliste erstellt, weil ich denke, das ist mal ganz lustig. Ja. Ja. Wunderbar. Ihr Lieben, dann geht's nächstes Mal weiter mit King's Quest 2 und wir müssen durch den Sumpf. Ja, oh Gott. Da gruselt's uns schon ganz doll davor. Ja, aber ich denke mal, das schaffen wir. Ach ja, natürlich schaffen wir das. Genau, und nachher, ihr Lieben, gibt's noch, ich schätze mal, Five Nights at Freddy's ein bisschen horrormäßig und ja, falls ihr Bock habt, schaltet dann wieder ein und Marlene und ich machen wieder weiter, wenn uns danach ist. Ganz genau. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Will ja, genau. Bis dann, bleibt dran. Ja, the end.